So, hi Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Part Minecraft. Aber ich muss euch gleich mal sagen, das wird jetzt kein regulärer Part, so wie ihr ihn gewohnt seid, sondern ich werde jetzt hier etwas offscreen machen. Und zwar, ich werde hier Stein farmen, ich werde versuchen, das ganze Inventar voll zu machen davon. Habe ich schon mal angefangen, ob das alles funktioniert. 7 Steine. Werde ich hier den Rest hier noch voll machen und hier das alles ablegen. Den Stein brennen. Und dann sehen wir uns erst wieder, wenn hier alles voll mit Stones ist. Also, ja. Mit Clean Stone. Ich hoffe, ihr versteht das, weil ich will hier einfach nicht dastehen und die ganze Zeit abbauen. Und ich hoffe, ihr versteht das. Ich mache das jetzt einfach eben, ja. Nebenbei vielleicht ein bisschen Musik hören oder so. Also, wir sehen uns dann, wenn's wieder, ja, wenn's Inventar voll ist. Bis dann. So, hi Freunde, willkommen bei dieser schönen Beach Music in Staffel 2. Die nächsten 100 Folgen wird so einiges passieren. Habe ich mir zumindest vorgenommen. Auch hier jetzt, villatechnisch vor allem. Die wird richtig groß, die Villa. Und hier könnt ihr schon sehen, ich habe jetzt während der Dingens hier, während dem... Ja, viel länger konnte ich das nicht machen, weil das hätte sonst zu lange gedauert. Und nebenbei habe ich halt noch Wolle gefarmt und habe hier das hier eben fertig gemacht. Also so viel habt ihr nicht verpasst. Das hier habe ich gemacht. Hier habe ich ein bisschen weiter gemacht. Dann ein paar Tiere noch dazu gezüchtet. Die Hühnchen, würde ich sagen, tun wir mal irgendwann in einem Special oder so. Das heißt Special. Irgendwann, wenn wir mal Zeit haben oder so, einfach mal hier rüber. Und hier Schafe. Nee. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Hier Hühnchen. Und hier Kühe und Schweine, dass wir Fleisch haben. Hier mal Eier und auch Chicken Wings. Und die Schafe kommen in einen extra Raum. Die kommen dann. Ja, da kommt dann ein riesiger Raum. So, hier brutzelt auch noch ein Stack. So, was wollte ich denn jetzt noch so ansprechen? Also, zum Texture Pack. Das ist immer noch dasselbe Texture Pack. Seht ihr ja immer noch. Aber es wird ein neues geben. Es ist aber noch es wird noch bearbeitet, also es wird noch erstellt. Und ja, genau deswegen habe ich dieses hier noch. Ich kann das ja eben mal laufen lassen hier, nebenbei. Gut, habe ich jetzt Wolle dabei? Nee, habe ich leider nicht. Ich wollte mich eigentlich jetzt gleich ans Dach ranmachen. Und zwar, welches Dach wollt ihr denn? Ich habe mir jetzt aber überlegt, dass wir ein normales Steindach nehmen. Aber als erstes würde ich gerne mal hier außen etwas erledigen, ganz kurz. Okay, das muss dann auch noch gemacht werden, die Farm. Da müssen wir uns auch mal miteinander mit der Farm auseinandersetzen. So. Gut, was, hier kommt nichts Großartiges eigentlich hin. Nur eingemauert und gut ist, ja. So, und so, und so, und los. So, da hinten ist mir auch noch was aufgefallen. Ach ja, hier erstmal zu dem hier. Das könnte ich eigentlich auch schnell mal ändern. Also, an Moldi LP, das, war nicht absichtlich, ist mir erst nicht aufgefallen. Ja, aber hier muss ein anderer Stein rein. Auf jeden Fall, sonst sieht das ein bisschen schäbig aus. Wenn dann der Grundriss so ungefähr fertig ist, werde ich auch die Ecken mit Baumstämmen ersetzen und etwas mehr Ordnung da reinbringen mit Fackeln und so und ja, irgendwelche Bilder. Fenster, kommen auch noch große Fenster rein und alles mögliche. Also das wird noch richtig mega. Da kommt später auch noch ein Zaun außenrum mit einer Baumplantage oder so. Ich weiß es noch nicht genau. Ich habe aber so ein klitzekleines Bild im Kopf. Na okay, vielleicht auch etwas größer. Und ja, mal sehen, was draus wird. Wenn ihr da schön mitarbeitet, dann wird das ein richtig mega geiles Projekt. Apropos Projekt. Das mit dem Abonnenten-Special, das ihr da mitmachen könnt,
wird noch weiterhin so weitergeführt, also dass ihr mitmachen könnt, aber es wird eine kleine Änderung geben, und zwar will ich ja hier in der Villa jetzt endlich mal weiterkommen, dass wir mal, ja, dass es mal ein bisschen räumlicher bewohnbar aussieht, und deshalb werdet ihr mir da helfen, die Räume zu erstellen. Ich werde da ab und zu auch Umfragen erstellen, oder ihr könnt mir auch einfach, ich erwähne es aber nochmal, ihr könnt mir einfach Nachrichten schreiben, welches Bauprojekt ihr sehen wollt oder haben wollt, und ich werde das dann umsetzen, weil ich nehme jede Woche aufs Neue auf, und dann wird das immer frisch bereit sein. Also ich hoffe, ihr seid damit einverstanden und seid mir da nicht böse, dass ihr da einfach mal mitbaut. Ihr könnt euch wie gewohnt da irgendwie ein Schildchen machen mit eurem Namen oder so. Ich will es einfach nur fürs Bild dann später, will ich einfach nur das haben. Ich finde es auch richtig cool, dass ihr jetzt schon mitgemacht habt. Also an die nochmal ein großes Dankeschön, die mitgemacht haben bis jetzt. Und es sind auf jeden Fall noch 5 Stück geplant, und ihr könnt alle mitmachen gerne. Ihr müsst mich einfach nur dazu anschreiben. Wenn ihr Lust habt, einfach anschreiben. Ich werde dann sehen, was wir machen können, wie wir das, wann wir das machen. Jo, 3 Parts hat jeder. Die können wir dann eigentlich ordentlich ausnutzen, die 3 Parts. Also ich freue mich auf euch, einfach anschreiben. So, ich werde jetzt hier erstmal die Wand hier ändern. Aber dann will ich noch später etwas sagen, und zwar, oder sage ich halt jetzt... Die Wände sehen ja alle zugleich aus, deswegen wollte ich fragen, ob wir, wenn wir hier, die äußere Wand wird so bleiben mit Stone. Halt noch irgendwie welche Musterung rein mit Holzstämmen, mal sehen, was ich da mache. Hier wird auch noch was Fenster reingemacht. Aber wollen wir, oder wollt ihr, hier innen drin die Wände irgendwie anders haben? Also dass da, ja, wollt ihr einfach die Wände da anders haben? Anderer Stein, anderes Material, Glaswände, nur so kleine Trennwände mit so einem... Hier so zwischendrin, die 2 Felder so zwischendrin rausgeschlagen, dass man durchsehen kann. Wie wollt ihr das haben? Hinterlasst es einfach mal als Kommentar. Gut, das wäre jetzt auch erledigt. Und da spielt auch schon die Pikmin-Musik. Ich werde hier eben erstmal nochmal aufs Neue abfarmen. Oder absteinen. Wie Pepsi so schön gesagt hat. So. Einfach immer mal schön durchlaufen lassen, und dann passt das schon irgendwie. Ach, Freunde. Eine ganze Staffel habt ihr mich jetzt schon am Hals. Obwohl, einige von euch sind ja erst seit Part 50 dabei oder so, aber ich glaube, dass ihr doch trotzdem wisst, was in den ersten Staffeln passiert ist. Und das auch nochmal Revue passieren lassen habt oder so. Moment, ich habe gerade irgendwie einen Deutschfehler. Okay. Ihr konntet das Revue passieren lassen, so. Und zwar mit diesem Special. Jetzt habe ich's. Mit diesem Minecraft-Special. War ziemlich schnell. Waren auch einige Bugs drin. Konnte ich aber leider nichts machen. Das tut mir nochmal leid an der Stelle. Da ist er. Gut. Aber ich hoffe einfach, dass es euch trotzdem gefallen hat. So, ein Zaubertisch. Müsste ich auch jetzt mal machen. Ich muss mal überlegen, wie man den macht. Boah, das weiß ich jetzt gerade überhaupt nicht. Muss ich da mal schauen. Schallplatte, genau. Wir haben jetzt schon 2 Schallplatten hier. Was machen wir damit? Verdammt. Okay, hier schwarze... Okay. Also, Plattenspieler, wo kommt der hin? Ich habe mir überlegt, dass wir... Moment... Haben wir hier irgendwo ein Bild?
Nee, haben wir gerade nicht, aber wir können ja mal. Sofern wir Holz haben wir auch nicht. Na super. Aber wir haben hier 6 Stück. Verdammt, das reicht immer noch nicht. Okay, ich werde jetzt einfach mal anfangen mit dem Dach, da der Part schon langsam sich dem Ende zuneigt. Werde ich einfach mal mit dem Dach anfangen. Und ja, wie fange ich denn da am besten an? Als erstes, ganz vergessen, schlafen. Ganz wichtig. Sonst schießen uns die ganzen Skelette hier von der Wand runter. Das wäre nicht so schön. Nein, jetzt kann ich nicht schlafen. Super. Verdammt. Okay. Was machen wir jetzt? Nein, das ist graue Wolle. Nee. Also, nein. Jetzt. Was machen wir jetzt, verdammt? Freunde, 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 Freunde. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, ich teste das hier einfach mal. Und zwar habe ich das so geplant, dass wir hier die Lava erstmal abdecken und dann können wir ja da anhand dieses Gebildes dann sehen, wie hoch das werden muss. Ah, so. Einfach mal testen. Ich meine, so schlimm kann es ja nicht werden. Obwohl, das darf man nicht so laut sagen. Ich habe schon einige misslungene Gebäude gebaut und gesehen in Minecraft. Aber es klappt dann doch. Oh, nein, bitte nicht. Don't. Don't. Shoot. Don't. Verdammt, verdammt. Sehen die mich nicht? Ich habe mal Glück gehabt. Hoffentlich klauen die Endermen uns nicht alles hier. Das wäre nicht so schön. Okay, wie viel haben wir denn noch? Oh, genug. Gut. Also, falls ihr fragt, Fenster kommen hier auf jeden Fall noch rein. Und das mit dem Dach kann ich immer noch ändern. Später, wenn wir richtig viel Cleanstone haben, kann ich das immer ändern. Wenn euch das nicht gefällt, einfach schreiben. Hey, das gefällt mir nicht. Oder ändere das in das und das oben. Ich mache es gerne. Mit eurer Kritik kann man hier halt etwas ändern. Ah, nein, 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 nein. Puh. Ist ein bisschen niedrig, oder? Was findet ihr? Wie findet ihr das? Ist ein bisschen niedrig, oder? Ich finde das ein bisschen zu niedrig. Ich würde sagen, hier kommt wieder ein niedriger Raum, weil hier eins höher ist. Klingt komisch. Wir machen hier überall eins höher als hier. Hier geht's ja nach oben. Und das hier ist so ein niedriges Dach. Also von oben soll man auf die von dieser Plattform hier auf diese Plattform mit einer Treppe nach unten gelangen. Also, dass es eins tiefer ist als das normale. Hoffe, das war ein bisschen verständlich. Aber ich glaube, das habt ihr schon begriffen. Ihr werdet dann ja sehen. Ich mache eben dieses Dach noch und dann beende ich auch den Part schon. Na. Das wird noch ein richtig schöner Spaß und eine richtig, richtig viel Arbeit wird das noch. Aber es lohnt sich. Und ja, die Welt gibt's bald auch zum Download. Ich werde das Video ja am Freitag, ihr seht das, diesen Part am Freitag. Und vielleicht ist es bis dahin, vielleicht ist bis dahin auch schon die Let's Play-Welt auf der Homepage erschienen. Kann ich noch nicht genau sagen, aber ich schätze mal. Ich schätze mal schon. Wenn nicht, dann sehr bald. Also ihr könnt ja drauf gespannt sein. Gut, ich werde das hier mal auch mal gleich ändern hier. Vielleicht mache ich das mal so. Und da ertönt auch schon die Assassin's Creed Musik.
Apropos Assassin's Creed. Ich habe jetzt gestern von euch aus gesehen, von mir ist es jetzt, liegt noch vor mir. Also gestern habe ich Assassin's Creed 1 angefangen oder normales Assassin's Creed. Wie findet ihr das eigentlich? Ich meine, ich werde es jetzt am Feedback schon noch sehen, aber jetzt mal hier Minecraft-Party. Minecraft-Fans, die von Assassin's Creed vielleicht nichts mitbekommen haben. Schaut es euch an, wie findet ihr das? Oder ihr kennt Assassin's Creed. Aber wie findet ihr Assassin's Creed allgemein? Seid ihr so Mittelalter oder eher so Shooter-mäßig, so Krieg heutzutage? Oder die Crisis in der Zukunft? Oder, ja, wie seid ihr da? Skyrim, Assassin's Creed, Crisis? Seid ihr eher so Zukunftsfreaks oder mögt ihr lieber Mittelalter-Spiele? Würde mich echt mal interessieren. Weil ich stehe eher so auf, ja, wie soll ich sagen, auf Simulator-Spiele. Also nee, nicht diese Art von Simulator, sondern verdammt, so ein Kriegssimulator. Also wo du wirklich, so was wie Arma 3 zum Beispiel. Oder Battlefield. Auf sowas stehe ich. So zu Teamplay, Teamwork-Games, wo es wirklich auch auf Teamarbeit drauf ankommt. Solche Spiele mag ich wirklich sehr, 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 sehr gerne. Okay, was machen wir denn hier jetzt noch? Eine Schaufel müsste ich mir auch mal bald machen. Ich glaube, hier baue ich mal eine Treppe nach oben. Der Part ist auch schon, glaube ich, in Überlänge. Aber macht ja nichts. Ist ja der Anfang der zweiten Staffel. Da darf man das. So, wie ich das geplant habe, das mache ich eben noch ganz kurz. Das habe ich so geplant. So. Und hier am besten dann irgendwie so. Ich improvisiere gerade, also denkt euch nicht, dass ich da ein wirkliches Konzept dahinter habe. Also ich habe schon den Bauplan ein bisschen im Kopf, wie es aussehen könnte. Aber der Großteil ist improvisiert. Deswegen fail ich auch dementsprechend oft. Aber bis jetzt lief es eigentlich noch ganz gut. Also mit dem Failen meine ich. So, hier muss ich so rüber. Ich muss mal schauen, wie das wird. Und zwar, ja, muss ich da noch im Voraus planen, was hier oben reinkommt. Ich hätte hier vor, das Strandzimmer reinzumachen. Aber da müsste hier auch Wasser rein. Dann würde ich das wieder ausgleichen. Wenn ich hier Sand reinbaue und hier so an der Seite Wasser hinmache, doch, dann gleicht sich das wieder aus. Okay, ich bin gespannt. Das wird bestimmt so ein Haus wie von 100 Wasser. So irre Formen und was weiß ich. Keine wirkliche Struktur, sondern ja, einfach was halt gerade hier hinkommt. Weil hier kommen Palmen rein und alles Mögliche. Also das wird doch ein bisschen hoch. Vielleicht mache ich das Dach ja noch ziemlich, noch ein bisschen höher. Also, wie soll ich das hier machen? Das wird jetzt alles hier so gemacht. Sprich, das wird alles. Moment. Hier geht's nach unten. So. Okay, versteht auf jeden Fall das Prinzip. Und jetzt muss ich erstmal. So. Ich verbaue eben noch diesen Stack und dann beende ich auch diesen Part an dieser Stelle. Und der ich dann später stehe. So. Gut. Was schreibt einfach mal jetzt als Abschluss noch in die Kommentare. Was soll hier hinten in dieses Kaminzimmer rein? Ich habe da überlegt, so ein Fernseher reinzumachen. Wie findet ihr die Idee?
Also Bilder kommen auf jeden Fall noch rein, Fenster, aber welche Gegenstände kommen hier rein? Jukebox, was weiß ich, lass uns da mal was einfallen. Und ja, damit würde ich sagen, gehe ich hier erstmal runter, bevor ich mir noch alles aufbreche. Ja. Und sage nur, bis zum nächsten Part und danke fürs Zusehen. Bis dann.